Hallo, ich bin Daniel Nies und ich möchte euch jetzt eine ganz tolle Urban Sketcherin vorstellen, und zwar die Nicole. Nicola. Das hier ist die Nicola und wir werden jetzt mal filmen und ich werde euch zeigen, was die Nicola für tolle Zeichnungen macht. Mille grazie. Okay. Hier ist die Nicola. Hallo. Willst du was sagen? Ich mache jetzt Farbe drauf. Jetzt kann alles schief gehen, aber ich freue mich. So. Das war hier an die Kante. Ah, du hast mit Bleistift gezeichnet, sehe ich hier. Ja, genau. Ich wollte ja diesmal ein bisschen entspannter sein als normal. Ich komme mal rum, dann sehen wir alles besser. Musst du das jetzt zusammenstückeln? Nein, wir machen One Take. One Take? Yes. Ach, lieber Gott. So. Nicola ist von Hamburg. Yes. Willst du ein bisschen was über dich erzählen? Auf Englisch jetzt? Nee, auf Deutsch. Okay. Ich bin Illustratorin, arbeite in Hamburg, komme aus Köln, ist mir sehr wichtig. Und normalerweise muss ich ganz sauber arbeiten und hier mache ich, was ich will. Das heißt, ich kann ja hier immer was verkehrt machen. Das finde ich sehr, sehr schön. Deswegen nehme ich das auch nicht so genau. Und alles, was ich jetzt hier mache, kann auch total schief gehen. So, jetzt zum Beispiel weiß ich nicht, wo mache ich die Dunkelheiten hin. Mal gucken. Ich gehe mal aufs Motiv, gell? Ja, ja, bitte. Das ist eh besser. Also hier ist das Motiv. Wir sind gerade in Venedig. Und hier wimmelt es von guten Motiven. So. Also du zeichnest oft mit Bleistift und aquarellierst danach. Ja, normalerweise mache ich ein bisschen mit Bleistift vor, so damit ich weiß, dass alles auf dem Blatt ist. Und dann mache ich es mit Feinliner, schwarz, und dann kommt die Farbe drauf. Aber im Normalfall habe ich dann schon ziemlich Sorge, dass was schief geht, weil ich habe schon so viel Zeit in die Zeichnung gesteckt. Und jetzt habe ich einfach gedacht, ich mache mal ein bisschen freier. Und da die Zeichnung nicht so lange gedauert hat, ist es jetzt auch nicht so wichtig. Stelle ich mir so vor. Ja, und schon fange ich an zu überlegen. Hier, genau. Und zwischendurch muss ich auch immer die Farbe ablutschen, also ablecken. Wie machst du das? Ja, wenn da zu viel Wasser. Mit dem Mund oder was? Ja, genau. Du trinkst wie? Ja, das ist blöd, ich weiß, das ist nicht gesund. Aber manchmal ist da zu viel Wasser im Pinsel. Ach so. Und ich habe da nicht die richtige Methode und dann lecke ich das kurz ab. Und Blau schmeckt am schlechtesten. Das kann ich schon sagen. Ja, Blau schmeckt nicht gut. Das ist aber nicht zu empfehlen eigentlich. Ich glaube, Blau ist sogar ein bisschen giftig. So, bist du fertig? Ja, ich frage dich, bist du fertig? Nee, längst nicht. Aber, ach so. Aber jetzt irgendwann ist ja auch Akku alle, ne? Ja, dann mache ich jetzt eine kleine Pause und dann gibt es nachher noch einen kleinen zweiten Teil. Ja? Machen wir das auch so. Okay. Oder? Oder ja, doch ist gut. Hm? Wie lange brauchst du eigentlich noch? Ja, jetzt bin ich gleich übereilen, vielleicht 10 Minuten oder so. Oder Viertelstunde. Ja, okay, dann werde ich nachher in Kürze nochmal filmen. Alles okay, klar, Dankeschön. Gut. So, jetzt kommt der zweite Teil. Wir sehen hier, dass die Nicola sich hier der Fertigstellung nähert. Und nebenan ist ein junger, sympathischer Mann, hat sich herangesellt. Ja, Famous Urban Sketcher Hugo Costa. Hi, Hugo. Do you mind if we film you as well? All right. So now I have to. So now. Okay, now, jetzt haben wir die beiden. Und also ich bin einfach sprachlos. Und willst du noch was sagen zu deiner Zeichnung? Ich bin nicht zufrieden. Du bist okay. Aber, es ist was drauf, aber es ist auch super kompliziert. Alright. Hugo, do you want to say anything? I'm doing my first iPhone like this. Obwohl, was hier ist. Okay. Dann sage ich einfach thank you. Thank you very much. Thank you too. Dankeschön. Daniel, danke schön.